Ich habe keine Lust, da oben im Dunkeln zu arbeiten. Also stell Licht her, stell Licht her. Da. Und du kannst Holzkisten aus der Hotleiste rausnehmen. Sehr schön. Ja. Erstmal machen wir unter jedem davon Licht. Wenn das denn vom System her aufgeht. Nee, hier bei denen schon mal nicht. Aber den dazwischen. So, ist ein Anfang, ist ein Anfang. Andere Seite. Hier war Schweröl. Rechts war das Gas. Wir hatten... Du bist eine normale Pipe. Du bist schon die andere. Also wir müssen einfach nur von hier ein unterirdisches Rohr machen. Nach da, von da nach da. Und dann läuft alles, was gasmäßig produziert wird, hier hin. Alles, was da produziert wird, läuft da weiter, da weiter, da weiter. Hier hin. Das von da, dahin. Das von da, dahin. Und das von da hier unten in den Tank, der schon fast voll ist. Verdammt. Vielleicht sollten wir einfach mal kurz irgendwas schon mal hinten dran klatschen, was Petroleum verbraucht. Was hatten wir da? Schwefel. Plastik. Plastik braucht Kohle. Okay, Chemiefabrik haben wir. Okay. Ich sehe, wir brauchen das Muster. Hier, damit wir mehr Fabriken hinbauen können. Also Chemiefabriken. Da, da, da. Da. Anlieferung von Kohle. Machen wir das wieder über so ein endloses Fließband? Also wir machen es nicht über Roboter. Wir haben schon ein Problem, das mit den Eisenplatten hinzubekommen. Da will ich jetzt nicht auch noch Kohle ans Ende der Welt fliegen lassen. Oh, und Cargo Size ist erforscht. Sehr schön, es gibt nochmal einen größeren Cargo Size. Das ist super. Dadurch werden sie nämlich wesentlich effektiver arbeiten. Um nicht zu sagen 100% effektiver. Was schon mal eine schöne Zahl ist. Die Dinger noch nicht... Geschwindigkeit braucht auch schon davon welche. Die braucht. Wir müssen so viele Aliens töten, das ist nicht mehr feierlich. Energy Shield. Kostet nur grün und rote. Her damit. So, Chemiefabrik. Du kannst wieder nicht ordentlich positioniert werden, das ist egal. Du kommst. Nicht mal in der Höhenachse kann man das ordentlich positionieren. Da. So, ich brauche Wasser. Haben wir hier irgendwo Wasser? Da haben wir Wasser. Okay. Ich knaps mir hier Wasser ab. Da lang. Unterirdisch. Nach hier. Und dann an diesem Ding runter. Also da, da. Hier runter. Dahin, dahin. Dahin und ich habe nicht genug Untergrundrohr. Bau alle. Da. Runter. Hoch runter. Naja, schon fertig, sehr gut. Wir hätten gerne tragbaren Fusionsreaktor. Bessere Batterien, schneller laufen. Ich hätte gerne schneller laufen. Research. So, erst müssen wir jetzt gucken, bevor wir das Ding bauen. Weg damit. Bevor wir das Ding bauen, wo genau Wasser reinkommt und wo genau das andere reinkommt. Also du machst bitte Plastik. Ah, wir brauchen sogar kein Wasser. Wir brauchen Wasser für Schwefel. Oh Gott. Okay, Reihenfolge ist Petroleum, Schwefel, Schwefelsäure, Batterien. Das ist sehr gut, dass wir so viel Platz beanschlagt haben. Hier. Also du stellst bitte Schwefel her. Dafür brauchst du Wasser. Wasser kommt links natürlich rein, weil das... Können wir dich drehen? Trotzdem muss Wasser immer links rein, okay. Das heißt, du kommst dann hier raus. Ah. Kommst hier raus. Machst... Wir haben keine normalen Rohre mehr. Wir haben keine normalen Rohre mehr. Gehst darum, darum, darum...
gehst hier runter, da hoch. Und jetzt müssen wir von hier eine Abzweigung machen, da hinten hin. Das ist echt doof. Ich glaube... Ich stell das ganze Ding einfach um. So, Wasser kommt. Links, Petroleum kommt von rechts. So. Also du würdest dann hier, 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 das da befüllen mit Petroleum. Und du kommst hier raus, machst hier einen Knick, gehst da runter, kommst da raus und ein Rohr fehlt. Nein! Nein! Kann ich irgendwo ein Rohr klauen? Nein, okay, muss gleich runterlaufen. Schade, dass wir nicht anschmeißen können, aber ist halt so. Schwefel. So, der produziert jetzt Schwefel. Das soll er dann rausnehmen. Und eigentlich direkt reintun in das andere Ding, in die Batterieproduktion. Batterieproduktion war eine Maschine, oder? Also so ein Ding, eine Fabrik. Ich gucke kurz. Ne, Batterien war auch hier drin. Da brauchen wir Eisenplatten für und Kupferplatten, das ist auch so ein Problem. Und wir brauchen erstmal Schwefelsäure. Schwefelsäure müssen wir hier herstellen. Braucht Eisenplatten, Kupfer und Wasser. Okay. Hier könnten wir das machen. Wir setzen die direkt daneben. Machen dazwischen einen Arm. So, du stellst bitte Schwefelsäure her. Du brauchst nur Wasser. Das heißt, wir nehmen das da wieder weg, haben keine Rohre. Und machen das so. Das heißt, hier müssen drei Rohre hin und da muss ein Rohr hin. Und ich sollte runterlaufen und Eisenplatten holen, sonst wird das niemals nichts. Und ich werde mich in 10 Folgen wundern, warum denn da das nicht alles so fließt, wie es fließen soll. Also, runter. Licht verteilen währenddessen. Ah. Überall Licht hin. Sehr gut. Also, Eisenplatten. Jo, gib mir Chips. Dankeschön. Haha, sehr gut. Und Mauern. Ja, mehr Mauern. Forschung läuft auch. Alles gut. Ich hätte gern Eisenplatten. Ich hätte gern... stinknormale Rohre. Oh, wir können Roboport einfach so bauen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Dann baue ich auch gleich mal 2 Logistikroboter. Und mach... Oh, oh. Stahl. Mal eben 30 Roboter, die mir Stahl... wie heißen die? Steel Beams? Das ist ein Stahlträger. Also 30 Roboter, die mir Stahlträger in die Tasche drücken. Sehr gut. Also mein Gedanke eben gerade war, wir bauen hier oben einen Roboport hin. Und der ist nicht verbunden mit dem unteren Roboport. Jedenfalls jetzt noch nicht, weil wir noch nicht genug Roboports dazwischen haben. Und der kümmert sich dann hier um den kleinen Kram. Mal gucken, wie gut das läuft. Ja, also Roboport da. Abdeckung ist schon mal... Achso, da oben muss ja gar nichts gemacht werden. Hier unten auch nichts. Hier unten fangen erst die Maschinen an. Also hier wäre ein guter Platz für das Ding. Ja, blub. So, du kriegst... was? Ein Objekt benötigt Construction Bot. Hä? Habe ich oben irgendwas angefahren oder angeschlagen? Links unten. Es blinkt hier auf der Karte. Ah. Da, ja. Der Strommast hat 2 Schaden bekommen. Der wird jetzt so lange beep beep machen, bis wir es reparieren. Also, ich werde schon wieder von den Robotern genötigt, etwas zu tun. Es artet echt aus. Erst zwingen sie mich... Oh. Lalala. Erst zwingen sie mich, Mauern zu bauen. Jetzt sowas. Gut, wo fehlten die Rohre?
und Roboter abliefern. Hier nimm. So, hier fehlten die Rohre. Also, ein Rohr, um Wasser anzuschließen. Und hier eins, zwei, drei. Damit du Schwefelsäure herstellst. Und Schwefelsäure wird dann in der nächsten Chemiefabrik, die hier übrigens total doof steht, aber ja, in der nächsten Chemiefabrik hier verarbeitet zu Batterien. Das heißt, du machst einfach hier einen Ausgang, da einen Eingang und du hast keine Schwefelsäure. Achso, weil Eisenplatten fehlen. So, Eisenplatten. Das heißt, wir brauchen hier eine Requester Chest. Haben wir schon. Da. Und die hätte gerne Eisenplatten. Und zwar immer 10 Stück. Momentan hat sie ein paar mehr als 10. So, die legst du da rein. Warum arbeitest du nicht? Achso, weil du kein Kupfer hast und kein Eisen. Das ist okay. Du bräuchtest jetzt auch eine Kiste. Ebenfalls Eisen. Ja, stellen wir mal da hin. Du hättest gerne eine Kiste mit Eisen, mit ebenfalls 10 Stück. Kriegst ein Ärmchen. So, dann kommt hier noch ein Ärmchen hin, damit Gerugon in der Zukunft sich merkt, da muss noch was hin. Und das wäre dann die Kupfergeschichte. So, dann produzierst du Batterien. Die nimmst du bitte raus und tust du in eine Provider Chest. Da. So, wie stark ist das jetzt ausgelastet? Das müsste ja durchgehend laufen, oder? Da sind 50 Schwefel drin. Warum arbeitest du jetzt nicht? Woran hapert's? Achso, weil nicht genug Abnehmer da sind für die Schwefelsäure. Das ist ein sehr guter Punkt. Stopp, alles abreißen. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir brauchen nämlich erstmal wieder einen Tank. Also mindestens einen Tank. Ich glaube, ich habe lieber zwei Tanks. Das geht nicht auf. Es geht alles nicht auf. Die Symmetrie in dem Spiel ist doof. So. Nimm das Symmetrie. Da. So, füll jetzt beide Tanks einfach mit Schwefelsäure. Ich hoffe, ihr seid sehr stabile Tanks. Gut isoliert und so. Ja, du fühlst dich jetzt durchgehend mit Schwefelsäure. Wir brauchen noch einen zweiten Arm oder einen schnelleren Arm. Gib mir einen schnelleren Arm, bitte. Ja, immer noch nicht ausgelastet. Brauchst noch einen Arm. Da. Ja, so muss das laufen. Schwefelsäure en masse. Und anscheinend befüllt er zuerst den linken Tank komplett und dann erst den rechten. Das ist vollkommen okay. Das heißt, hiervon gehen dann die wichtigen Sachen ab und werden hergestellt. Und alles, was an Schwefelsäure überproduziert wird, wird halt hier eingelagert. Und die Tanks können wir nach und nach erweitern, dass wir immer mehr Lagerplatz haben für Schwefelsäure. Oder andere Flüssigkeiten. Wir haben hier ja auch noch Platz, dass wir theoretisch eine ganze Reihe von Tanks machen können für jede Flüssigkeit. Auf Vorrat. Oh ja, das sieht sehr schön aus. Das heißt, das ganze Gas müsste nach und nach verbraucht werden. Und du bist jetzt nicht schnell genug. Haben wir noch blaue Chips? Nee, haben wir gerade nicht. Sollten wir aber da auch reinsetzen. So, Exoskelett könnten wir jetzt bauen. Brauchen wir wieder blaue Chips, ja. Energiefeld MK2. Nö. Combat Robots. Die waren nicht so gut. Also das sind kleine Roboter, die dem Spieler folgen und auf seine Ziele schießen. Aber ich habe mir sagen lassen, die sollen nicht so gut sein. Shotgun Shells. Zählt das auch für Combat Shotgun? Gucken wir mal. Sind nur 50 rote Tränke. Also kein so großer Verlust. Und wir hätten gerne Licht. Miep, miep. So, Schwefelsäure. Jetzt können wir Batterien bauen. Du da, du da. Nächste Chemiefabrik.
spricht was dagegen, wenn wir es direkt hier bauen? Nee, ich glaube nicht. Wir können immer noch eine Abzweigung dazwischen machen. Ja, sehr gut. Wir schließen das hier direkt daran an. Das heißt, das versucht durchgehend den Tank leer zu saugen. Und wenn sie das wirklich hier staut, dann wird der Tank gefüllt. Ja, alles super, alles super. Also du... Batterien. Du brauchst Schwefelsäure, brauchst Kupfer, brauchst Eisen und Zeit. Das ist okay. Hier kriegst du schon mal Eisen. Jetzt brauchen wir die Requester Chests. Die können ruhig hier auf die Seite. Du tust da rein, du tust da rein. Warum benutzen wir keine blauen Ärmchen? Weil wir nicht genug davon haben, okay. Da. Blaues Ärmchen, blaues Ärmchen. Und du tust die ganzen dann hier in eine Provider Chest. Als Flüssigkeit brauchst du nur Schwefelsäure. Und da benutzen wir immer schön die Untergrundrohre, damit ich hier durchwuseln kann zwischendurch. Hier übrigens auch. Ne, geht nicht wegen dem Knubbel da. Na gut. Da muss ja also außen rumlaufen. So, du hast durchgehend das. Du brauchst noch Kupfer. Und Batterien werden hergestellt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was machst du jetzt? Du holst die Batterien ab und tust sie wohin? Oh, bringst sie zu mir. Oh, das ist aber lieb. Der Roboter hat sich gemerkt, dass ich 100 Batterien haben will und füllt mich jetzt damit. Oh, sehr schön. Sehr cool. Gut, also Petroleumgas wird jetzt verbraucht. Wir brauchen jetzt aber noch Abnehmer für alles andere, sonst stockt das hier zu sehr. Shotgun Shells. So, bevor ich das jetzt mache... war wechselnde Waffe auf das. Combat. Damage Bonus 20. Okay. T. Ich hätte gerne nochmal Schaden. Und gucke, ob es dann von 20 auf 30 oder 40 springt. Müsste es aber eigentlich.